Hast du nicht Lust, nach der Probe noch nach Königsbrunn zu kommen? Sie stirbt uns unter den Händen weg. 3, 4. Wir sind jetzt richtig zusammen. Wenn Sie wissen, wie Ihre Ex-Frau zu lebenserhaltenden Maßnahmen steht. Ich habe doch keine Ahnung. Sie muss jetzt wieder beatmet werden. Wahrscheinlich für immer, oder? Man beendet es. Ihr Mitgefühl können Sie sich sonst wohin stecken. Ihr Vater. Mein Vater ist tot. Und Sie haben ihn auf dem Gewissen. Sie und Ihre Familie. Vincent Berg ist doch kein Monster. Wir reden hier von einem Mörder. Das war ein Unfall. Er ist kein Mörder. Er hält sich ja für unfehlbar. Mit seiner selbstverliebten Art, da merkt er überhaupt gar nicht, dass er den Wagen komplett an die Wand fährt. Ohne Grund. Warum vertraust du mir nicht? Weil ich Angst habe.